Hallo und willkommen zurück hier bei Euren Rob. Immer noch bei der Mission. Jetzt kommt's gleich. Abjedu. Bevölkerung brauchen wir immer noch 2.500. Wohlstandwertung 25. Königwertung 60. Eine Kulturwertung von 25. Und eine Monumentwertung von 17. Also werden wir mal jetzt schnell schön weiterbauen. So, Schilf können wir abbauen. Schilf wäre am besten hier drüben. So, Bier wird gebraut. Denn Bier ist das Einzige, was wir mit verkaufen können. Wir bräuchten jetzt langsam mal Ton. Das müsste man nämlich mal einkaufen. Ja, perfekte Flut wird erwartet. Das ist sehr gut. Das ist auch okay. Dann gucken wir mal, wo wir Ton herbekommen. Aber das können wir bestimmt schon einkaufen. Ich möchte importieren. Bis zu 800. Sehr gut. So, nehmt ihr Ton an. Ne, nur Gerste und ihr nur Bier, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann mache ich noch ein neues Lager. Wir haben Arbeitslose, also können wir noch ein bisschen was bauen. So, das Lager kommt hier hin. Und du nimmst dann nur alles nicht annehmen, nicht annehmen, nicht annehmen. Also das ja, das ja. So, alles schnell leer klicken. Das wäre einfach gegangen. Machen wir so. Ziegel, Geschirr. Okay. Und dann bauen wir noch ein paar Töpfe rein. So. Töpfe reingebaut. Arbeiterlagerhammer, Bierhammer. Ihr braucht, was braucht ihr Schönes? Töpfe waren, ja, die kommen jetzt sofort. Können wir dann noch gleich die Musikpavillon bauen? Festival. Der Pharao braucht Bier, das können wir doch. Können wir das nicht machen? Lieber Pharao, haben wir genug Bier? Jo, haben wir. Bier geschickt. Und wir bauen jetzt endlich weiter. Ja, die Limitervorhersage. Wo kann ich es hinknallen? Da auf jeden Fall kommt ein Pavillon hin. Ach, ein Musikpavillon. Jo, es kommen immer mehr Leute, das ist gut. Ach, wegen dieser Ecke geht es nicht. Da geht es auch nicht wegen der Ecke. Da bauen wir einfach eine Bühne erstmal. Hier könnte eine Bühne hin. Da könnte aber auch ein Pavillon hinpassen. Ne. Musikpavillon. Jo, dann bauen wir den hier hin. Bauen noch hier eine Bühne. Und dann noch irgendwo anders. Doch hier haben wir schon ein großes Teil, ist egal. So, Jonglierschule, die haben wir dann auch schon. Die ist da oben. Bauen wir die Musikpavillon, haben wir das Konservatorium. Ich habe gerade irgendwie Sprachstörungen, Alter. Sprachfindungsstörungen. Knallen wir hier hin. Bauen wir eine Straße da hoch. Brauchen eh mehr Bevölkerung, also werden wir die Stadt noch ein bisschen größer bauen. Eine Tanzschule, boah, die ist richtig fett. Die kommt dahin. Und dazu dann halt noch einmal komplett Feuerwehrwache, Architektenbüro. Da sollst du hin. So, Arbeitslosigkeit nur 5%, das ist okay. Fisch haben wir auch genug. Wir könnten langsam mal einen Dings bauen, einen Kriegshafen, wo keiner rankommt. Machen wir halt hier noch eine Straße hin mit Feuerwehrwache, Architekt, Polizeiposten. Arbeitskräfte benötigt, jo, die kommen gleich. Und noch eine Zisterne, ein Ziehbrunnen. So, und dann bauen wir noch ein paar mehr Häuser. Sehr gut, der Ruf steigt beim Pharao, denn er hat sich besoffen mit Bier. Mein Bier, ey, das war so teuer. So, und hier können wir dann noch Verschönerungen bauen, Gärten. Und hier baue ich auf jeden Fall noch mehr Wohngebiete. So, Gerste kommt, Rohmaterialien kommen, Ziegelei. Die brauche ich auf jeden Fall auch noch. Und dafür brauche ich dann noch Stroh. Geldtechnisch ist nicht so berauschend. Müssen wir mal ins Oberleg gucken, ob wir Verluste machen. Jo, 2,4 machen wir Verluste, denn wir haben zu viel. Import geht eigentlich, Löhne geht, wir haben zu viel gebaut.
Und Export. Wir haben nichts exportiert. Aber ich exportiere doch Bier, oder? Bier. Wir exportieren über 400. Gerste exportiere ich nicht. Daraus kann ich Bier machen. Das ist viel besser. Ich könnte noch das Schilf. Kann ich nicht importieren. Also importieren möchte ich nicht. Nicht exportieren. Ich habe eine Sammelstelle. Könnte ich hier drüben noch Schilf abbauen? Weil das ist zu wenig und hier ist nichts weiter. Hier könnte ich dann noch Fischereihäfen bauen. So, jetzt setzen wir erstmal diese Monumente, damit ich weiß ungefähr, wie groß die sind. Malaria, das nehme ich an. Malaria, was mache ich gegen Malaria? Habe ich keine Apotheke? Spezialkarten, Gesundheit, Apotheke. Apotheke habe ich. Arztpraxis, die habe ich vergessen. Oh oh. Nicht beenden, nein, hier zurück. Hier nochmal. Und dann bauen wir die Arztpraxen. Bauen wir gleich mal drei Stück. Viel hilft viel, aber ich brauche erstmal mehr Arbeitsplätze. Das kann das Spiel jetzt ein bisschen zurückwerfen, weil ich nicht aufgepasst habe. So, hier, da Plätze. Hier noch ein bisschen hübsch machen, da noch ein bisschen hübsch. Da. Tempel haben wir das nur. Okay, das passt soweit. Ich brauche noch mehr Warenlager. Denn hier nichts annehmen, nur diese Ziegel annehmen. Dann setze ich jetzt mal die Monumente. Hier kommt ein Monument. Und hier kommen noch zwei kleine Monumente. Setzen wir so davor. Und die eine mit dahinter. So, Wege dazu. Und da kommt eine Straßensperre hin. So, das passt soweit. Nahrung haben wir genug. Leute brauchen wir noch auf jeden Fall viel, viel mehr. Aber die entwickeln sich jetzt oder ein bisschen besser, die Gebäude. Bevölkerung ist bei 1200, das reicht bei weitem noch nicht. Das heißt, wir könnten hier hinten noch eine neue Siedlung mit aufbauen. Denn Fisch könnte man auch gebrauchen. Du brauchst bestimmt Holz, ne? Ja, ich muss Holz importieren. Holz nicht annehmen. Arbeitskräfte benötigt. Jo, ich weiß. So. Ich möchte, hallo, nein, diese Ressource benutzen. Nee. Nee, zur Weltkarte. Okay, zur Weltkarte. Ich brauche Holz. Die verkaufen Stroh. Die können wir nochmal öffnen. Und dann brauche ich immer noch Holz. Ihr verkauft Holz, sehr gut. Nee, ihr kauft Holz. Ich kann aber kein Holz abbauen. Wer verkauft mir Holz? Niemand verkauft mir Holz. Gibt's ja nicht. Warum verkauft mir keine Holz? Ich brauche Holz. Ne. Können wir erstmal nur so weiterbauen. Brauchen wir noch ein paar Fischereihäfen? Bei denen müsste ich lassen. Dafür. Ne. So, brauchen wir hier noch ein Warenlager. Erstmal noch so eine Straße. Noch ein Warenlager. Und dann bauen wir hier eine Fähre. Wo waren die Fährstationen? Die Fährstationen. Kriegshafen, Transporthafen, Waffenschmiede. Warenlager, Dock. Wo waren das jetzt? Fährenbrücken da. Eine Brücke? Nee, die passt nicht. Die geht höchstens so. Da komme ich nicht rüber. Also bauen wir einen Fährhafen. Fährhafen, Fährhafen. Der passt da nicht heran, oder wie? Hier auch nicht. Hallo? Fährhafen? Da geht er. Hier geht er nicht. Da muss ich das wieder wegreißen. Und muss da den Fährhafen hinbauen. Fährhafen. Das läuft. So, das geht. Wer denn hier an dran setzen würde, das muss ich anscheinend selber machen.
Fährhafen ist unterwegs. Dann bauen wir den Kriegshafen. Der da auch nicht hinpasst. Also brauchen wir keine Kriegsschiffe erstmal. So, dann brauche ich ein paar Bevölkerung. Ihr kriegt einen Architekten, ein Polizeibüro, eine Feuerwehrwache und dann noch eine Apotheke inklusive einer Arztpraxis. Und hier sollst du nicht alles annehmen, denn hier soll eigentlich nur das Schiff rein und das Papyrus. Denn da soll das Tonzeug nur rein. Okay, die fangen jetzt schon an mit den Monumenten. Wir brauchen, nein, nicht mehr Leute, also können wir noch ein paar Arbeiterlager bauen. Denn die brauchen wir auch noch, Arbeiter. Die bauen wir hier hin. Nochmal zwei Arbeiterlager. So, Schiffsammelstellen. Rohmaterialien, hallo, Rohmaterialien. Schiffsammelstelle. Bauen wir mal. Eins, zwei, drei. Können wir dreimal Schiff sammeln. Noch ein Architekt. Und noch eine Feuerwehrwache. Viel hilft viel. Und dann können wir noch eine Stimme geweckt. Dann perfekt Flut. Ja, eine perfekte Flut ist immer gut. Dann können wir hier noch die Papyrus-Werkstatt bauen. Und mal vier Stück. Und können dann theoretisch Arbeitskräfte benötigt. Ja, es müssten auch noch welche kommen. Erstmal gehen welche, warum? Was fehlt euch? Töpferwaren fehlen, aber die sind noch da. Hier ist doch Geschirr und 900 Mal noch vorhanden. Brauche ich noch ein Bazar? Bauen wir noch ein Bazar. Den knallen wir einfach hier drüben noch mit dran. Ein paar Gärten dazu. Damit es einfach nur ein bisschen schöner aussieht. Und die Wüste nicht so ganz trostlos aussieht. Bier brauche ich schon wieder. Da will immer nur Bier. Müssen wir mal kurz hier exportieren. Über 1100. Okay. Ein bisschen Bier horten. Brauereien haben wir eigentlich genug. Gast ist auch viel da. Das Töpferei, Töpferei, Töpferei. Wir könnten noch ein, zwei Brauereien gebrauchen. Das heißt, Straßensperren da oben. Und wir bauen noch zwei Brauereien. Die Gebäude müssten noch passen. Das passt soweit. Schilf passt. Das kann ich jetzt verkaufen. Papyrus exportieren. Über 400. Das Schilf, das behalte ich. Das mache ich, wie gesagt, da mache ich Papyrus draus. Das ist, bringt mehr. Ja, Töpfer waren. Okay. Ich weiß doch. Sind genug da, nur die Frauen gehen halt jetzt überall hin, nur nicht dahin, wo sie hin sollen. Ich muss das Viertel dann besser abtrennen. Aber das müsste jetzt mit dem dritten Wasser dann eigentlich klappen, dass die Wegfindung wieder überall hingeht. So, die bauen fleißig hier weiter. Hier geht's voran. Wir brauchen immer noch ein bisschen mehr Bevölkerung, das heißt, wir knallen, was brauchen wir als nächstes? Ein Magistrat, den können wir ganz einfach bauen. Ein Gericht. Da setzen wir hier ein Gericht. Da ist die Feuerwache im Weg. Die mache ich gleich mal weg. Feuerwache weg. Eine neue bauen. Feuerwehrwache dahin. Und dann mache ich da noch ein Magistrat. So, Magistrat ist da. Und wir haben Schulden. Schulden sind nicht gut. Wie sieht es aus für ein Facharbeiter? Können wir schon mal was losschicken? Nee, noch nicht. Aber wir haben noch genug Zeit. Arbeitskräfte benötigt. Ja, ich weiß. Hier drüben können wir noch ein paar Leute theoretisch ansiedeln, wenn wir das wegmachen. Knallen wir noch ein paar Leute mehr hin. Damit es sich lohnt. Und die Leute sind krank geworden. Kontaminiertes Wasser. Das ist nicht gut. Die Förderung kann erfüllt werden. Die können wir gleich losschicken. So, die ist draußen. Ah, ich will immer Escape drücken, um zurückzukommen. Ich werde es nie merken. So, hier geht's voran, da geht's voran. Wir bauen noch ein paar Ziehbrunnen. Und einfach noch ein paar Gärten.
so, da sind die ein bisschen besser. Jetzt fehlt bei euch Töpferwaren. Wo sind mein Bazar? Kann ich die auch hier sehen, wie die langlaufen? Bazar. Eine solche zum Ereignis. Aber hier ist noch genug Leute, oder? Ja. Arztpraxis habe ich auch. Dann weiß ich nicht, warum hier eine solche ist. Ist jetzt der Fisch komplett verseucht? Dann müsste hier auch losgehen. So, besondere Befehle. Hier nehmen wir mal nur eine Hälfte an und hier auch nur die Hälfte. Sonst ist ja gleich alles voller Papyrus. So, Gäste ist weniger geworden. Das heißt, wir haben ordentlich Bier produziert. Hier geht's voran. Da können wir gerne mal eine Baugilde machen. Die Maurergilde. Dass ein paar Sachen wegkommen. Denn ich brauche viele Ziegel. Und wenn ich die geschenkt bekomme, da kann ich hier schön einlagern. Das wäre optimal. So, hier nimmt noch Ziegel an und Holz. Das ist okay. Bevölkerung 1670. Da fehlt nicht mehr so viel. Kulturwertung, da brauchen wir noch ein bisschen. Brauche ich noch einen Zahnarzt. Wohlstandwertung, ja, ich habe zu wenig Geld, das ist mir klar. Königreichwertung stimmt. Momentwertung kommt auch. Den Zahnarzt kann ich noch nicht. Doch, kann ich jetzt schon bauen. Dann kriegt ihr alle einen Zahnarzt. Gesunde Zähne sind wichtig. So, hier drüben bekommt auch noch einen Zahnarzt. Und 4% nur noch arbeitslos. Das heißt, ich knall noch ein paar mehr Gebäude mit hin. Und noch ein paar Plätze. Damit es alles schick aussieht. So, wo könnte ich noch? Ich könnte hier noch ein paar mit hinbauen. So vereinzelt nochmal, so immer 3 Parzellen. So, dann gehen auch die raus. So, dann bauen wir einfach mal ein paar. Nicht Webereien, Ziegeleien. Ja, und die Königreichwertung steigt weiter, denn wir haben wieder Bier geschickt. Der Pharao will nämlich Bier ohne Ende. Wo bauen wir die denn hin? Ich bräuchte hier noch mehr Platz. Wenn ich das, dann passen auch nur jeweils 2 hin. Und ich habe noch viel mehr Verzweigungen. Wir machen das mal so, so. So. Bauen wir eine Brauerei. Und dann die Ziegeleien. Ja, doch, das kann weg. Ziegelei. Geh weg da. Das ist sehr gut. Und dann so den Weg. Ton und Stroh. Ich muss Stroh importieren. Importieren von Stroh. Wenn benötigt, Import bis zu 400. Vorhersage möglicherweise nicht so toll nächstes Jahr. Das heißt, wir müssen mal wieder ein bisschen den Gott huldigen. Wie sieht es denn aus, religionstechnisch? Unzufrieden. Bauen wir noch ein paar Schreine, damit er sich freut, Osiris. Bevor ihr mir alles kaputt macht und es kommt keine Überflutungen mehr. Ein Gift, das nehmen wir an. Ein Geschenk ist immer gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge. Bis dahin, schaltet doch morgen wieder ein und tschüss, euer Rob.